Die Geschöpfe Globomons aber sind zahlreicher als jene paar Dutzend, von denen uns die verschiedenen Kompendien berichten. Letztlich kennen wir nur, was an die Oberfläche oder von dieser zumindest nahe kommt. Welch zahlreichen nachtblauen Wunder können wir nicht kennen, da sie in dunkelsten Tiefen beheimatet sind. Aus Havenas Unterstadt, zweifelsohne ein Palast der nachtblauen Herzogen auf Deere, existieren einzelne Berichte von Questadores über Bleichmoränen und Sargmuscheln. Legenden aus den dunklen Zeiten berichten uns von Nebeln wandernden Spinnquallen, die während der Herrschaft von Dalek Horas II. Die Küste des Bosporanischen Reiches heimsuchten. Sie mögen identisch sein mit den Nebelquallen aus den Sagas der Chaldinger. Aus jener Zeit jedoch von der anderen Seite des Kontinents stammen auch die tulamidischen Märchen über giftige Krabbenskorpione, Chimären, als die Kreationen des diamantenen Sultanars Mordai ibn Duri gelten. Als Mordais Fluch gilt ein Phänomen, das Menschen und Maritime in gefräßige Seegule verwandelt. Auch die Dämonen der nachtblauen Domäne sind uns nicht sämtlich bekannt. Die Inemiten besaßen wohl noch das Wissen, den körperlosen Quelgur zu rufen. Dieser fährt in seine Opfer ein und entzieht dessen Körper jegliche Flüssigkeit. Zurück bleibt ein vertrockneter Leichnam, der in seinem Inneren einen Klumpen Krakensilber birgt. Die Beschwörer Elems griffen wohl auf Quelgurs Dienste zurück, um an den alchemistisch hochinteressanten Stoff zu gelangen, ohne dafür stets auf die Krötenhändler aus Vajat angewiesen zu sein. Magistra Magna Erpulkur, Quallen im Nebel, veröffentlicht im Spiegel der Schwarzmagie. Zweite Quartalsausgabe des Jahres 1031 nach Bosporans Fall. Und so segelt ihr ein in Beskan. Die Tore werden wieder nach oben gezogen, unsichtbar, so wie sie vor euch gehangen haben, öffnet sich wieder die kleine Bucht der Pirateninsel, der Affeninsel von Kottnas Hahn. Und ihr seht eure prächtige, mondsilberne Drachentöter. Auch bei allen 17, ich hätte nie gedacht, jemals so verrückt zu sein, einen Piratenaffen zu sehen. Ja, dieselben Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich muss sagen, Kapitän, die Studierstube für eure Art von Abenteurerleben zu verlassen, hat sich bislang als anstrengend, aber durchaus abwechslungsreich herausgestellt. Ja, bei uns kann man viel lernen, obwohl es manchmal mit etwas Gefahren verbunden ist. Nun gelernt habe ich vor allem, mich von dieser verfluchten Insel fortzuhalten. Bastrabun hatte schon die richtige Idee. Ja. Ihr sprecht mir aus der Seele. Ja, ich mag Maraskan auch nicht. Und am Schiff scheint es ja einigermaßen gut zu gehen. Vielleicht sogar besser, als wir es verlassen hatten. Ich glaube, die Reparaturen sind gut vorangegangen. Es scheint zumindest jemand so, als hätte jemand euren Baummast Baum getrimmt. Das haben wir doch schon probiert. Ich glaube, das wächst einfach wieder nach. Ich hoffe, Haswolf hat seine Verwundung auskurieren lassen und konnte ein scharfes Auge auf diese Piraten haben. Was auch immer Haswolf mit seinem Auge getan hat, ich denke nicht, dass ein wenig Ruhe es auskuriert. Ich könnte ihm da allerdings helfen. Mit ein wenig Zeit. Nachdem er so freundlich zu euch war? Nun, ich verstehe seine Zurückhaltung, selbst wie ihr mitgekommen habt, zu Lamin, meine beiden Standesgenossen. Aber ein wenig Respekt, wenn man so mögen möchte, vor meiner Zunft. Ich kann es ihnen nicht fernlegen, hängt mir doch ich selbst an meiner Heimatschule immer noch der Hauch des Brabakis an. Ich bin Salvik und Savertin sehr dankbar, dass er damals einige Strippen für mich gezogen hat. Also, Garetjas, ich werde eure Geschichten, die ihr mir verbreitet habt, als Klatsch nun in Sinoda davon tragen, dass wir siegreich waren. Ne? Immerhin waren wir alle dort. Und vergisst nicht zu erwähnen, wer denn den schrecklichen Tempel der Karibis eingerissen hat. Keine Ursache, habe ich gern gemacht. Genau, habe ich gern gemacht. Mit dir? Habt ihr in der Tat gern gemacht, da bin ich mir sicher. Sinoda braucht Geschichten von Helden und sie brauchen jemanden, zu dem sie aufblicken können in diesem Kampf gegen die Hafayas und die Ungeschaffene. Ich Nun, werde dafür dieser, seid ihr sicher bestens geeignet. Das bin ich. Niemand würde die Geschichte glauben, sollte sie von Fremdijis oder Garetjas stammen. Das wäre doch waghalsig erstunken und erlogen.
Und wer weiß, wenn ihr weiter solche Heldentaten vollbringt, nennen wir euch eines Tages vielleicht Tetrarchen. Nun, auf die Tetrarchen muss man sich nichts einbilden. Sie sind alle Marionetten, die an meinen Händen kleben. Aber sollten wir uns wiedersehen im Kampf gegen die blutige See, dann könnt ihr mich beim nächsten Mal vielleicht wahrlich einen Bruderschwester nennen. Chasul. Chasul in der Tat. Also gut, dann. Ich werde eure Vorräte noch einmal auffüllen lassen und im Klatsch davon berichten, dass nun, wir siegreich waren. Und dann, wenn ihr mögt, könnt ihr aufbrechen. Wollt ihr noch etwas Schmuggelgut mitnehmen? Was habt ihr denn im Angebot? Zu guten Preisen hier erwerben. Nun, alles, was ihr mögt. Kräuter, Gewürze, maraskanischen Stahl. Kapitän, wenn wir die Zeit haben, würde ich mir die Auslage des guten Mannes einmal ansehen wollen. Wenn ihr wünscht. Aber maraskanischen Stahl kann man immer gut verkaufen. Es bringt einen guten Gewinn ein. Das habe ich mir gedacht. Nun, dies ist sicherlich etwas, worum ihr euch mit befassen könnt. Ich bin unbedarft, was euch aller Geldgeschäfte angeht. Und wir werden sehen. Schreibt mir die Rechnung dann. Wenn ihr etwas braucht. Im Sinne der Einfachheit stelle ich zwei Fragen. A, hat er irgendwas besonders Interessantes? Also, ich rede im Bereich von Drachenschuppen, Holz von Dämonenarchen, sowas in der Kante. Nochmal, was möchtest du haben? Gibt es irgendwas sonderlich Interessantes? Also, du warst schon so im Messbereich, Drachenschuppen, Holzer von Dämonenarchen, Faust, hier Taubenei, große Edelsteine, solche Sachen. Nee, sowas nicht. Also Drachen, doch Drachenschuppen würde ich, also so von Perldrachen, ja doch, Perldrachenschuppen, ja. Das ist in Ordnung, aber jetzt Hölzer von Dämonenarchen nicht, nein. Also vielleicht so Salzkruste oder sowas, aber... Ich meinte halt etwas, das in dieser Größenordnung rangiert, nee. Nicht zwangsweise diese Sachen, okay. Nee, also sind dann eher Schwerter von irgendwelchen Hafaias oder sowas, die er dir dann da zu guten Preisen oder sowas abgibt, das schon eher. War nicht die Rede davon, dass sie irgendwelche Überreste von einer Seeschlange hatten? Vielleicht ist sowas alchemistisch oder so zu gebrauchen? Okay. Würde ich tatsächlich ein paar von nehmen. Wie gesagt, haben sie eine kleine Seeschlange haben sie umgebracht und die Schuppen davon würde er auch weghandeln. Also das ist gar kein Problem. Kriege ich die beutelweise? Kiloweise, wenn du möchtest. Okay, ich kriege den ganzen Sack voll mit. Ja, also, dann würde ich einfach sagen, für eine Schuppe, ich würde sagen, wie groß sind die Schuppen? Grob 50 cm. Ja, ein bisschen groß, oder? Für kleine Seeschlangen. Nö, das ist eine einzelne Schuppe, die daneben mehrfach anliegt. Und da würde ich dann einfach sagen, für eine so eine Schuppe würde ich dir, wie gesagt, 50 mal 50 cm ganz grob, schildförmig, würde ich dir 10 Dukaten abnehmen. Nee, dafür mache ich es nicht. Danke, aber nein, danke. Du brauchst halt eine und dann kannst du da quasi alle Tränke von brauen, die du jemals in deinem Leben brauen wirst. Richtig. Also wenn du jetzt was ins Wohnzimmer hängen willst, dann ist das halt teuer. Mir ist halt kein Trank bekannt, der... Oh, und warum packst du nichts? Okay, ich nehme eine. Also das kann ja auch eine gute Substitution sein. Das geht ich ja dachte, immer. Ich dachte, eine sinnvolle. Substituieren kannst du, also du kannst damit Drachenschuppen substituieren. Nee, Drachenschuppen machen Tränen, bräuchte ich. Was ein anderes Thema. Also Tränen von der Seeschlange wirst du nicht bekommen. Richtig, nächste Frage. Kann ich einfach annehmen, dass ich mich mit allgemeinem Alchemiebedarf eindecke? Also Sachen, die man immer mal braucht, aber nicht überall findet. Nur maraskanisches Zeugs. Ja klar, aber du weißt schon, so Sachen wie Alraunen, Rouschen, solche Sachen. Ja, sowas auf alle Fälle, in rauen Mengen. Ja. Trompetenbäume, Ginkgos, Brettwurzelbäume, Magnolien, Korallensträucher, Gardanglilien, Begonien, eitriger Krötenschemel, rotgelbe Giftpilze. Exakt solche Sachen meine ich. Wie gesagt, ich schreibe jetzt hier nichts mehr auf. Das rechnet sich ja in die eigentlichen Zutatskosten des Tranks rein. Ja, genau. Das kannst du dann alles über den Troll. Also wenn du irgendwas Alchemistisches, Flora und Fauna, vor allem Fauna, vor allem Flora haben möchtest, dann wirst du es hier bekommen. Fleischfressende Dystochonda, Jadurzak, genau, so Serpentidio kriegt einen kleinen Sackkarre mit drei Kisten übereinander gestapelt aufs Schiff geliefert. Ja, Konchstrauch oder Feuerbusch, maraskanischer Säuerling, all das, was du brauchst. Kann man teilweise auch gut in die Küche geben, wenn die zumindest wissen, wie man das verarbeitet, ansonsten stirbt man höchstwahrscheinlich.
Ja, und dann, nachdem ihr da etwas euch unterhalten habt, könnt ihr natürlich nach und nach antreten auf eure eigenes Deck, wo ihr dann selbstverständlich von Hasswolf begrüßt werdet, der euch müde aus seinem letzten verbliebenen Auge anstarrt. Abenteuer, Kapitän. Hasswolf, wie geht es euch? Gut, ausgelockt. Ist nicht mehr das Gleiche. Wie geht es dem Schiff? Gut soweit. Wenig zu tun. Ich habe noch zwei Leute auspeitschen lassen. Wir haben einige von den Maraskanern verloren. Die wollten dann doch lieber bei Kotnas Hahn bleiben, aber... Er ist ja, wie der Klatsch mir sagt, ein großer Held. Ist er. Wir sollten aber wirklich aufbrechen. Ihr habt ja wieder das... ihr habt wieder das Schiff, Kapitän. Viel Spaß. Ich leg mich wieder in meine Kajüte. Ja, gut, aber ich klopfe ihm auf die Schulter. Ja, Abenteuer. Kapitän. Wir sollten uns beraten. In der Tat. Kommt. Ja, ihr könnt die wenigen Befehle geben, sodass Totore dann gemeinsam mit Kaphok wieder aus der Bucht herauslenkt, sodass ihr dann eben wieder den Hafen verlasst, nachdem alles eingelassen worden ist. Währenddessen könnt ihr dann in eure eigene kleine Kapitänskajüte in den Besprechungsraum gehen, wo ihr euch dann wieder auf euren angestammten Sitzen niederlasst. Und dann seid ihr wieder an Bord. Irgendwo vor Beskan wird selbstverständlich die Tore wieder Halt machen und auf Befehle warten. Aber erst einmal seid ihr dann wieder allein. Ich mache vorher noch einen kleinen Abstecher in meiner Kajüte, öffne einer der vielen Kisten Carinot-Zigarren, die ich mir in Alanfa aufgeladen habe, und nehme sie unterm Arm mit, setze mich diesmal unüblich auf den Sessel, lehne mich zurück und rauche meine erste Zigarre wieder zurück am Schiff. Das ist auch was. Ich dachte nicht, dass ich so glücklich sein würde, wieder hier zu sein. Wollt ihr eine? Das müssen wir doch feiern. Aber es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Nun, aber sicher doch. Ja. Nun, wir besprachen, dass wir eventuell die Stadt aus der Tiefe ansteuern wollen. Ich denke, vor allem jetzt haben wir hinreichend viel Sand in das Getriebe ihrer Pläne gestreut, dass wir vermutlich einige Tage Zeit haben, um die Stadt aus der Tiefe aufzuspüren, bevor sie ihren Angriff durchführen wollen. Wie finden wir diese Stadt? Und wenn ihr so genagt seid, Kapitän, ich kann Arachnor von Shairina sicherlich eine Nachricht zukommen lassen. Er wird sich über ihre genauen Koordinaten wohl im Klaren sein. Wie gedenkt ihr das zu tun? Nun, selbstverständlich mit einem winzig kleinen Nunziovolo. Heute Nacht dann. Ihr versteht? Okay, also regeltechnisch, Falk hat schon gesagt, Nunziovolo kannst du nur zum Ort schicken, nicht zur Person. Ja, okay, dann schicke ich ihn halt zur Stadt aus der Tiefe. Hier steht nicht, dass ich ihn dort kennen muss. Ja, also im Text steht Ort, im unten steht Einzelperson. Das gilt, also. Gilt dann für die Nunziovolo, für die Schattenkrieger, wie auch immer. Der Ort muss bekannt sein, aber ganz explizit ein Schiff, was auf dem Meer fährt, muss nur als Schiff bekannt sein. Wenn es sich von meinetwegen Torval nach Alanfa bewegt, dann hat das Schiff die gleiche Schiffsmatrix. Okay, also funktioniert das. Das ist so, und das funktioniert. Ich meine, rate mal, wo mein Eichenholz her war. Nun gut. Nun, dann schickt eine Nachricht. Sicher doch. Nun, uns bietet sich hier auf jeden Fall eine einzigartige diplomatische Gelegenheit. Denn, nun, für diese Nachricht und eventuell unsere Hilfe bei der Verteidigung wird er uns etwas schulden. Ich bin nicht glücklich mit unserem neuen Verbündeten, wenn ihr so wollt. Ich auch nicht. Ja, wäre mal jemand so freundlich und würde diese Stadt der Tiefe für mich erläutern. Die Stadt aus der Tiefe war eine der originalen Dämonenarchen, wenn ich mich nicht täusche. In der Tat. Herein? Verzeiht. Ich hatte schon wieder die Besprechung vergessen. Ich hatte noch etwas zu tun mit, mit der Verladung, aber nun, darf ich mich dazu gesellen? Oh, verzeiht doch, dass ich euch vergessen habe. Irgendwie waren mir meine Kameraden vom Land wegen besseren Gedächtnis. Herr Nebelklang. Herrn Nebelklang. Genau. Setzt euch. Danke. Ihr seht es einmal so. Na, sprecht weiter. Nun, ihr wolltet gerade erläutern, worum es sich bei der Stadt handelt. Oh, genau. Das Gedächtnis wird in meinem Alter auch nicht besser.
sagte er, während er gutes Gedächtnis hatte. Nur hat sie sich im Laufe der Zeit so viele andere Schiffe und Wracks einverleibt, dass sie mittlerweile, egal wie die Plagenbringer, größtenteils nicht mehr bewegungsfähig ist. Im Gegensatz zu Plagenbringer, die von Darian Palingan allen Sagen nach mit Mühe und Gewalt am Laufen gehalten wird, ist die Stadt aus der Tiefe mit einer geringen Fortbewegungsgeschwindigkeit und dem mehr Stadt als Schiefsein zufrieden. Und sie ist ein Ort, an dem ihr so ziemlich alles kaufen könnt, was auf der Westseite, auf der Ostseite des Kontinents zu haben ist. Ich denke, was sie für uns interessant macht, ist, dass sie sich neutral gibt. Also eine der wenigen Archen sein dürfte, die sich noch nicht auf Paligans Seite geschlagen hat. Und was denkt ihr, Serpentilio? Hat ihr Herr daran ein Interesse? Nun, das ist mir schwer zu sagen. Ich weiß, vor längerer Zeit liebte Arachnor noch die See. Er war im Dienste irgendeines Piraten, ich bin mir nicht mehr sicher. Ziemlicher Herumtreiber. Wie es heutzutage um ihn bestellt ist, ich weiß es nicht. Ich hatte nur die förmliche Gelegenheit, ein, zwei Worte mit ihm zu wechseln vor einigen Jahren. Aber ich bin mir sicher, er wird uns ein gebührliches Willkommen bereiten. Vor allem, wenn wir ihm helfen, diesen Angriff zurückzuschlagen. Ja, weiß irgendjemand mehr über die Fähigkeiten dieser Arche? Nun, sie ist sehr alt, sehr groß. Und wenn man ihr Alter und ihre Größe in Bezug nun zu unserer damaligen Arche setzt, dann ist sie sehr durchschlagskräftig, aber sehr langsam. Sollte euch entgegen meines eindringlichen Ratschlages, wie ich an dieser Stelle betonen möchte, der Gedanke umtreiben, ob man sie vernichten könnte, ist eure einzige Möglichkeit wohl das Archenherz. Ein Angriff von außen ist, ohne eine eigene Dämonenarche zu haben, sicherlich zum Scheitern verurteilt. Und ich hoffe doch, dass diese Stadt aus der Tiefe zumindest die kleinere Arche, der wir begegnet sind, vernichten kann. Nun, nur ganz rein hypothetisch, wenn man ein Feuer dort legen würde. Das würde nicht reichen. Wie der gute Kapitän in seiner Markusarbeit hinreichend festgestellt hat, ist Archenholz selbst ohne mit ihm selbst verbunden zu sein nicht sehr flammbar. Nun, das Archenholz vielleicht, aber die darum herum einverleibten Schiffe, Wracks etc. Nach meinem Wissensstand, Kapitän, korrigiert mich bitte, werden diese von der Arche zu Archenholz umgearbeitet. In der Tat, sie verbindet sich mit ihr integral. Man kann den einen Teil nicht vom anderen trennen. Ein Feuer zu legen hat keine Wirkung. Ihr dürft es nicht so sehen wie die zusammengebundenen Behelfsschwimmstädte der Tokai Mujak. Es ist ein einzelnes Wesen aus einem einzelnen Willen geformt. Und ich weiß, ihr habt dem Meister des Feuers eine Stadt versprochen, Boltax. Ja. Aber ich denke, es gibt genug Dämonenarchen auf der Seite des Feindes, die vernichtet werden müssen, so dass wir unsere Kräfte vielleicht nicht auf eine konzentrieren sollten, die noch nicht unser Feind ist. Wie gesagt, die Stadt aus der Tiefe sitzt an einem Punkt, an dem sie nicht gut zu passieren ist. Wenn ihr eine Dämonenarche habt, bewegt ihr euch unserer Kenntnis nach für gewöhnlich nicht weiter in Südmeer hinein. So ist sie also kein essentieller Nachschubpunkt für unsere Feinde. Und als solcher wäre ihre Vernichtung uns eher nach als zuträglich. Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass wir mit Hilfe der Stadt aus der Tiefe einen, vielleicht sogar beide feindliche Dämonenarchen vom Friedhof der Seeschlangen vernichten können. Das ist mein Plan. Zumal man dort vermutlich ein großes Maß an Ingredienzien erwerben könnte, die mir leider noch bitter fehlen. Es scheint so, als hätte euer ehemaliger Alchemist sich darauf verlassen, seine eigenen zu ziehen. Ja, er war darin sehr
begabt. Nun, nichtsdestotrotz würde ich die Sache mit unserem ehemaligen Alchemisten gerne regeln, bevor wir die Stadt in der Tiefe anlaufen sollten. Nun, ich bin noch nicht fertig damit, seine Habseligkeit zu sichten. Allerdings, mehr als ein, zwei Stündchen, vor allem wenn die bezaubernde Zulamin mir zu Hilfe gehen möchte, sollte es nicht mehr dauern. Was schlagt ihr vor, Boltax? Nun, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Er windet sich um verschiedene Antworten, bleibt unkonkret und nun, ob oder ob er nicht einen Pakt eingegangen ist, das steht ja nach wie vor im Raum. Ich habe keinen konkreten Vorschlag, was das angeht, doch es gibt sicherlich Leute, die sich auf die eine oder andere Weise Informationen beschaffen könnten. Nun, man könnte seine Seele einer Prüfung unterziehen, wenn er denn einwilligen würde. Es ließe sich hier vielleicht eine Täuschung inszenieren. Herr Kapitän, ihr seid ein fähiger Illusionist? Nun, nicht so fähig, fürchte ich, um eine, nun ja, Illusion eines Erzdämons heraufzubeschwören. Nun, nein, so sehr nicht, aber ihr könntet einen, sagen wir, niederen Dämonen darstellen, vor allem wenn wir ein wenig, wie würdet ihr es nennen, bildnerisch tätig werden? Nun, ich denke, da hat Boltax einen besseren Zauber. In der Tat. Nun, es geht zumindest zwar dann gegen seine Geisteskraft selbst, aber mit einer Halluzination könnte ich dienen. Aber mit dem Anblick eines Dämonen werdet ihr doch seine Seele in den ewigen Abgrund ziehen. Man sollte sich niemals auf solch schwarzmagisches Treiben einlassen, sagte meine Mutter auch schon damals immer. Deswegen wollen wir ihm ja nur vorgaukeln, er würde einen sehen. Verbesten, indem wir einen der unseren wie einen Dämon erscheinen lassen, der ihm dann verspricht, ihm helfen zu können, aber einen Dienst einfordert. Meine Mutter sagt immer, der Anblick eines Dämonen kostet einen die Seele. Und das ist egal, ob es eine Illusion ist oder ob es tatsächlich herbeigerufen worden ist. Aber meine Mutter war da sehr streng. Was sagt ich versichere euch, Herren, eure Mutter weiß nicht, wovon sie spricht. Eine Frage, Herr Nebelklang. Was sagt eure Mutter zu den Zeichnungen, eben zum Beispiel Rondra Bademekum, wie der heilige Leomar einen Dämon erschlägt? Das wäre ja auch ein Bildnis eines Dämons. Würde man dann auch seine Seele verlieren? Nein, das ist eine Stilisation. Das ist ja nur ein Bild. Und dementsprechend stellt dar, wie der heilige Leomar zu solch einem erwählten Status aufstieg. Richtig, und eine Illusion würde darstellen, wie der Abelmir zu einem Dämon werden würde. Aber die Intention ist doch eine ganz andere. Ihr wollt jemanden in Panik und in Angst versetzen. Das ist schwarzmagisches Treiben. Ja, Abelmir ist ja auch ein Schwarzmagier. Zum Zwecke der Wahrheitsfindung. Nein, man sollte sich niemals auf solch eine... Das ist moralisch verwerflich. Das mag sein, aber es geht um Partiera. Gut, aber ich möchte mein Veto zur Kenntnis genommen haben. Das soll bitte im Protokoll vermerkt sein. Ja. Aber, guter Herren, ist es denn auch moralisch verwerflich, wenn er ein Paktierer ist und als solches keine Moral hat? Wir schreiben Protokolle. Ich möchte einfach nur, dass es im Protokoll vermerkt ist. Er schaut sich dabei so ein bisschen um. Es ist notiert. Herzlichen Dank. Nun, fühlt ihr euch in der Lage schon, diesen Kantus zu wirken? Ich? Ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. Kapitän, es liegt mir nichts ferner, als dies vorzuschlagen. Aber vielleicht sollten wir uns nach alternativen Möglichkeiten umsehen, bevor wir zur Tat schreiten. Ich würde dies auch tatsächlich nicht, weil ich diesen Zauber nicht beherrsche. Im Gegenteil, ich beherrsche ihn sehr gut. Aber nun... Wenn er wirklich ein Paktierer des Spiegelmachers, des Herrn des Wahnsinns ist, nun und ich mit einer Verwirrung seines Geistes komme, ob er das nicht durchschaut. Nun, und wenn ich eines gelernt habe über meine langen Lehrjahre, dann ist es, dass selbst einfache Zurschaustellungen der hohen Kunst die Bevölkerung verunsichern können. Und wir müssen mit den Menschen auf demselben Schiff leben.
Vielleicht sollten wir zunächst einmal Marcheska Paligan rufen lassen. Ich hatte ihr vor unserem Aufbruch aufgetragen, der Sache nachzugehen, ohne mir allzu große Hoffnungen zu machen. Aber vielleicht hat sie etwas zutage gefördert? Ja, ich werde nach ihr schicken lassen. Nein, das macht Nebelklang. Wer steht auf? Der kümmert sich darum. Lass doch einen Botenjungen schicken, dann verpasse ich doch die Besprechung. Wir reden natürlich nicht weiter, während ihr weg seid. Also macht schnell, damit wir weiter fortfahren können. Gut, aber ich möchte, dass es im Protokoll vermerkt wird. Ja. Meine Mutter hatte mal gesagt, und damit spricht wohl gerade sehr zu sich selbst, macht die Tür auf und geht nach draußen. Wer war eigentlich der nochmal? Unser neuer Geschützmeister. Aber ist es wirklich nötig, dass er an Offiziersbesprechungen teilnimmt? Ich meine, Valnetia und Aetilius sind hier. Ich muss zugeben, ich finde es erfrischend, die Stimme des unbedarften Mannes am Tisch zu haben. Ich glaube, er hielt es für angemessen, da ich ebenfalls als Geschützmeister diesen Sitzungen beigewohnt habe. Ja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Nun, mir ist nicht ganz wohl dabei. Nun ja. Sagen wir so, ich hoffe, dass das Wissen, das er bei diesen Besprechungen erhält, auch bei ihm sicher ist und sich nicht auf dem Schiff verbreitet. Nun, dann werden wir verfahren müssen mit ihm. Er hat den Eid geschworen, wie alle anderen auf diesem Schiff auch. Ebenso wie Kanazetiana? Ebenso wie kann als Indianer. Ich habe ihn auch von unserer Hesinde-Geweihten untersuchen lassen und er hat nicht auf ihre Berührung oder dergleichen reagiert. Nach allem, was ich weiß, gibt es Möglichkeiten für Bakterien, sich dem Griff eurer Götter zu entziehen.